Theo erzählt. Ein Kinderpodcast. Hey. Ich sehe etwas. Wo? Ich sehe sie. Ich glaube an einen Wolf. Ah, schau da vorne. Auf der Waldlichtung. Ah ja. Ui, jetzt ist er auch weggerannt. Papi, komm, wir reden heute über das Thema Wolf. Hey, das ist eine gute Idee. Was gefällt dir denn am Wolf? Dass er so geschickt im Jagen ist. Wo lebt denn der Wolf? Ist der immer da im Wald? Er braucht sehr viel Platz für sich und hat nicht so gerne Menschen. Aha, da müssen wir also keine Angst haben in der Stadt. Nein. Ist denn das immer schon so gewesen? Weil wenn ich als Rotkäppli oder an den bösen Wolf und die sieben Geissli denke, dann ist er doch hinter dem Bösen. Zuerst hat man den Wolf noch als lieb gedeigt und majestätisch. Und nachher haben die Menschen herausgefunden, dass sie ja Bauern werden könnten. Und wenn sie an den Bauern geworden sind, dort haben sie ja Schäf, Geiss und Schwein gezüchtet. Und der Wolf hat ihm verletzte Tiere gefressen oder kranke, zum Beispiel ein krankes Reh, ein verletzter Hirsch, ein Wildschwein. Aha. Für kranke oder verletzte. Und das hat ja der Jäger abgeschossen. Und dann hat der Wolf gedacht, ich habe ja da im Wald so wenig zu fressen, wo kann ich denn was zu fressen finden? Und dann ist er zu Bauernhof gegangen und hat man manchmal Schaf oder ein Geiss oder ein Schwein gerissen. Und dann haben die Bauern den Wolf zum Beispiel als bös gesagt und gemein. Und darum ist er jetzt bei den sieben Geissli immer der Bös. In den Märchen immer der Bös, der Bös, der Bös, der Bös. Wie lebt denn der Wolf? Nicht gerne allein, meistens in Rudel. Der kommt von 5 Tieren bis zu 10 werden. Also grössere Rudel sind das. Wie jagen sie denn? Meistens zusammen. Eine von den Erwachsenen. Es gibt so Babysitter in den Rudel. Zum Beispiel 3 Weibli oder 4. Die können selber keine Junge mehr machen und passen dann einfach auf die anderen Jungen auf. Dann gehen alle auf die Jagd, außer eine von diesen Babysitter bleibt zuhause und passt auf die Jungen auf. Ah, das ist immer so? Oder tun sie sich abwechseln? Ja, sie sollen sich am nichts abwechseln. Also wenn die eine hat, muss sie auf die Jungen aufpassen und hat es mega anstrengend gefunden, dann darf sie wieder mal auf die Jagd und die andere muss auf die Jungen aufpassen. Dann sind sie aber noch gut organisiert, Wölfe im Rudel, hä? Ja. Yeah. Was kannst denn du sonst noch so zu den Jungtieren sagen? Sie können von 3 bis zu 10 Jungen bekommen. Hey, ist aber gerade ein bisschen viel, hä? Sie graben sich einen Bau und dort kommen die Jungen auf die Welt. Und wenn sie auf die Welt kommen, sind sie blind, aber haben schon Fell. Und wann gründen sie dann selber ein Rudel? Wenn sie so genug gross sind und schon erwachsen. Dann machen sie selber ein Rudel? Dann verlassen sie ihr Rudel und versuchen dann sich selber eine Gruppe Wölfe zusammen und dann gründet sie so ein Rudel. Ah, spannend. Du, welches Tier stammt eigentlich direkt vom Wolf ab? Hund. Also wenn es keinen Wolf gäbe, gäbe es auch keinen Hund. Aha, das ist also der Ur-Ur-Urgroßvater vom Hund. Ja. Was? Oder der Hund, der Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel vom Wolf. Was ist denn sonst noch speziell am Wolf? Er kann viel weiter hören als wir Menschen und viel weiter rennen. Wenn es sein muss, kann er Beute Tag und Nacht verfolgen, ohne zu schlafen. Und er braucht gar keine Taschenlampe? Nein. Warum nicht? Er kann auch in der Dämmerung besser sehen als der Mensch. Das wäre aber komisch, wenn ein Wolf mit der Taschenlampe im Maul rumrennen. Hey Theo, danke vielmals. Haben wir einiges über den Wolf erfahren?
Tschüss zusammen, das war es bei der Wolf und ich freue mich, dass ihr reingelassen habt. Bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.